Die ersten zwei, die treffen, kommen hier ins Finale, ihr Lieben. Und gleich aus der anderen Sechsergruppe dann nochmal zwei. Und die vier spielen dann gegeneinander aus. Boah! Was eine Peitsche! Hollywood United ist schon mal im Finale. Sanga Aziz. Am Ende ist egal, ob du derjenige bist, der das Spiel machst oder nur abstaubst. Das ist Wahnsinn. Mit allem, was er hat. Ist es das Ding, ja oder nein? Wir gucken uns das mit der Slow-Mo zusammen an. Wer ist es? Wir schauen uns das ganz genau an. Ja, Becerra ist der Letzte. Damit ist Becerra eigentlich im Finale. Ja, Golden 11, ist das ein Fuchs. Wir suchen noch zwei Finalisten bei dieser Mini-WM. Ja, wie ist das für dich, diese Mini-WM? Wie ist diese Mini-WM für mich? Ist großartig. Da haben wir den ersten von Beton Berlin. Berlin im Finale. Weißt du, wie geil dieses Spiel früher war? Ich habe das früher in der Südstadt gespielt. Ja. Immer mit Faruk, Fatma. Oh, scheiße, ich krieg den Namen nicht mehr drauf. Aber Faruk und Fatma, das waren Zwillinge bei uns aus der Südstadt. Ja, und wir haben das immer gezockt zusammen. Ja, geil. Das ist, kennen viele noch vom Weltmeister, Schulhof. Ja, Weltmeister. Das hier ist passiert. Faris Hatsch ist der Nächste von den Käfigtigern. Wirklich für die Freunde, die haben heute keinen Punkt geholt. Boah, wie das gut heißt, macht er das? Wir haben vier Finalisten. Der Erste, der trifft, kriegt für seine Mannschaft einen Punkt. Das ist ein altes Schulhof-Game. Ist geil, oder? Als Sportplatz-Game. Faris Hatsch. Und jetzt das Ding. Oh, Beton Berlin. Die haben hier schon mal in der Mini-WM einen Punkt geholt. Und jetzt vielleicht den zweiten. Nein, Faris Hatsch. Die Käfigtiger holen zwar heute keinen Punkt im Spiel, liebe Rachel. Sie holen aber einen Punkt in der Mini-WM. Das wird sich am Ende auf die Tabelle ausschlagen.